Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir, ich muss hier kurz freiräumen, die Pinkbox eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen die Oktober-Edition auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Pinkbox erscheint monatlich, ist eine Beautybox gefüllt mit 5 Produkten aus dem Bereich Beauty, also ja, Kosmetik, Pflege, dekorative Kosmetik, ein bisschen, ja, Food kann da auch mit drin sein. Ab und an auch mal so ein Lifestyle, Styling-Artikel, wie auch immer. Und ja, ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, deswegen darf ich tatsächlich auch in diesem Video wieder mal eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht wie immer unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, ja, es ist eine Kooperation, ich habe einen Flyer. Liebe Claudia, der Herbst naht, die letzten warmen Sommertage sind angebrochen und auch die Natur läutet die goldene Jahreszeit ein. Das heißt, es ist wieder Sweater-Weather und Zeit für kuschelige Cardigans. Passend dazu erscheint die neue Pinkbox mit dem Thema Boho Beauty. Okay, aber Boho ist für mich tatsächlich eher ein Sommerthema. Ich bin mal gespannt. Viel Spaß beim Auspacken. XOXO Laura vom Pinkbox-Team. Vielen Dank, liebe Laura. Ich bin, wie gesagt, wirklich sehr gespannt. Ja, ich habe auch ein Winterkleidchen an. Also das ist so mein absolutes Lieblingskleid, was ich im Winter ständig trage. Immer sobald es gewaschen ist, trage ich es an. Ich habe es in Grau, ich habe es in Rosa und ich habe es in Weinrot. Verlinke ich dir mal unten in der Infobox. Ich finde das sehr cool. Also ich finde, der Ausschnitt hier könnte größer sein. Das fände ich noch cooler, wenn ich das so one shoulder tragen könnte. Aber ne, ich feiere das total und ich fühle mich da sehr wohl mit. Einfach Leggings anziehen, Stiefel anziehen und ich bin ready to go. Ist echt geil. Okay, das erste Produkt, was neben der Box lag, ist tatsächlich aber ein Rasierer von Wilkinson, ne? Wilkinson der Intuition. Da kenne ich noch den von damals, wo man halt diesen Klotz oben dran hatte, der sich quasi bei Kontakt mit Wasser ja aufgelöst hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch daran erinnert. Ich hatte das damals, als ich in einem Ferienlager war in Frankreich und fand den total aufregend. Egal, auf jeden Fall. In Tessé war ich da. Wer kennt Tessé? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ja, das würde mich echt interessieren, ob da jemand von euch auch schon mal war. Sehr, sehr schön da. Kann ich nur empfehlen. Ja, anderes Thema, Rasierer. Auf jeden Fall finde ich nicht unbedingt, dass ein Rasierer ein Winterthema ist, denn die Herbstzeit vor allem ist doch eher so die Zeit, wo man darauf verzichtet, sich die Beine zu rasieren oder die Achseln oder so, und weil man es halt nicht mehr so oft zeigen muss, ne? Und ja, okay, also damit fängt es halt an. Es ist ein schönes Design. Ich mag dieses Rose Gold, das gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ja, hätte für mich jetzt eigentlich nicht in diesen Kalender, ach, in den Kalender, ich bin schon wieder ganz woanders, in diese Box gehört. Aber es ist für mich jetzt praktisch, ne? Weil ich mag das, wenn ich mal so neue Rasierer testen kann und wenn ich einen anderen Rasierer da habe, muss man sich halt keine neuen Klingen kaufen, weil Klingen sind immer teuer. Ja, ebenfalls neben der Box befanden sich diverse, ohne Witz, ey, echt diverse Gutscheine und so weiter, also ja, keine Ahnung. Und eine Zeitschrift, und das ist die Couch, die haben wir ab und an mal mit dabei, die bepreise ich aber auch mit 2,80 Euro, weil auch die hat einen Wert. Ne? Ich finde, alles hat einen Wert, auch Proben haben einen Wert. Ja, meine Meinung. Das ist meine Meinung, weil alles im Leben hat einen Wert, oder? Ja, auf jeden Fall hast du hier so Wohnideen drin und ja, von schönen Dingen, die von günstig bis teuer sind. Und ich finde es ganz cool, du hast hier auch so ein paar Beauty-Geschichten drin. Ist ein ganz cooles Magazin, ist bei uns einfach dann da am stillen Örtchen, da haben wir extra so einen Magazinständer. So, die Pinkbox kommt im, ich rede schon so lange, Leute, es tut mir leid, im klassischen Design, im pinken, quadratisch, praktisch guten Design. Wenn man den Deckel entfernt, steht hier drin, du bist schön, und das finde ich total schön. Also ich mag diese Message da drin, ich mag das einfach super gerne und ja. So schaut die Box dann aus. Wir haben ein Seidenpapier, das mit einem Seidenschleifchen nochmal zusammengehalten wird. So krübbeln die Produkte nicht so wild in der Box drin rum, was ich gut finde. Und ein Klebi. Wir öffnen das Ganze einmal. Und irgendwie... Ne, da riecht nichts raus. Das ist meine Duftkerze, die riecht tatsächlich. Und dann mache ich mal das Klebi auf. Dem Klebi. Das Klebi. Das Klebi-Moppet. Genau. So.
hier haben wir dann zuallererst das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und ja, die Lady sieht schon sehr, sehr boho-mäßig aus. Also so boho kann ich mir auch tatsächlich für den Herbst vorstellen. Ne? So ein übergroßes, oversized Flanellhemd. Hüte stehen mir so überhaupt nicht. Also so würde ich in der Freizeit auch nicht rumlaufen. Ja, und diese Rucksäcke sind ja ganz klassisch. Ne? Da steht man ja drauf. Hier steht dann auch meistens nochmal so ein kleiner Hallo, herzlich willkommen und so weiter drin. Ne? Ja, modisch, elegant. Ja, ja, das lese ich nicht vor, weil da sind manchmal Spoiler drin und ich will mich nicht spoilern lassen. Hier haben wir dann tatsächlich auch den ersten Blick in die Box und mich lächelt direkt ein Produkt an, was ich per se schon mal ganz geil finde. Ich mag ja super gerne die Produkte von New. Das ist die X-Later und das ist ein Shampoo von ihr in dem eher winterlich-weihnachtlichen Duft. Ich weiß gar nicht, ob es die noch zu kaufen gibt. Das habe ich mal verschenkt, aber ich habe es selber nie verwendet. Ich weiß auch nicht, ob das was für mich ist, weil ich mag eigentlich nicht so gerne Essensdüfte auf meinem Körper, wenn ich mich dusche. Also so Schokolade ist nicht so unbedingt was für mich. Ja, sowas halt. Gebackene Plätzchen oder sowas ist eigentlich auch nichts für mich. Bei Früchten mache ich da die Ausnahme. Ich habe keine Ahnung warum, aber das ist halt so, ne, von der Nase her, was man halt mag. For the sweetest cookie in the jar, also für den süßesten Keks im Glas ist dieses Shampoo. Surprise with new cookie Shampoo. Tüdelü. Stell dir vor, Haare, die mit ihrem himmlisch süßen Duft nach Cookies alle leidenschaftlichen Naschkatzen um den Finger wickeln. Ein Traum, stimmt's? Mit dem new cookie Shampoo geht er für dich in Erfüllung. Ich persönlich mag, wie gesagt, die Produkte von ihr sehr, sehr gerne. Man kann das hier oben so einklicken. Ups. Und also ich feiere das, ne? Weil ich hasse Abschrauben und dann hast du irgendwas in der Hand und du weißt nicht, wohin damit. Und dann stehst du nackelig in der Dusche und denkst dir, ah, dann fällt dir das vielleicht auch noch runter und dann musst du, und dann ist alles nervig. Ich möchte entspannt duschen. Ja, es riecht schon sehr nach Cookie, also nach Essen halt, ne? Ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich kann mir... Ja, ich denke, ich werde es verwenden, ne? Also, austesten auf jeden Fall. Ob ich das dann bis zum bitteren Ende aufbrauchen kann, müssen wir wirklich mal schauen. Es wurde sich gewünscht, dass ich die Produkte auch mal mehr in den Hintergrund reinstelle. Und das werde ich jetzt auch mal versuchen. Da ich diese Videos immer relativ wenig schneide, werdet ihr mich dann hier auch etwas in Bewegung sehen. Dann haben wir etwas von Tease hier mit drin. Und das ist Object of Affection Lip Balm. Das ist dieser hier. Ja, die Farbe ist Vanilla Sky. Ich weiß nicht, wo wir das schon mal drin hatten, aber er steht tatsächlich schon auf meinem Tisch. Den muss ich kurz freiräumen. Ja. Und zwar habe ich hier die Farbe Summer Blossom. Und das ist halt, ne, das ist der gleiche, halt nur in einer anderen Farbe. Und der ist ja auch in reger Verwendung, wie man sehen kann. Ja. Ist ein tolles Produkt. Also das pflegt auch die Lippen. Ich mag das eigentlich nicht so gerne, wenn sowas hier drin ist, in Pöttchen. Das heißt, weil ich den ja schon habe, hier habe, wird der hier dann demnächst mal verlost werden oder so. Das muss ich mal gucken. Und ja, also ist ein schöner Lippenbalsam, ne? Es ist halt auch wirklich nicht so, dass die Lippen danach kleben oder so. Es ist ganz niedlich für die Handtasche und so, ganz praktisch, ne? Aber ja, also ich persönlich mag lieber welche zum Hochdrehen als sowas wie dieses hier im Pöttchen. Ich mache das tatsächlich so. Das mache ich meistens, bevor ich mich schminke, dass ich mir halt Lippenbalsam drauf mache, ne? Ich gehe dann wirklich mit meinen Lippen so rein und mache so. Ich gehe da nicht mit meinem Finger rein und mache so. Ich mache das direkt so. Weil das halt von der Größe her auch echt genau passt, ne? Das ist sehr, sehr optimal dafür. Dann hast du noch einen kleinen Spiegel mit dabei für unterwegs. Echt toll. Und ich mag die Marke eigentlich auch, ne? Weil Tease ist so ein bisschen poppiger, ein bisschen außergewöhnlicher. Ich will jetzt eigentlich schon wissen, ob wir da jetzt ein anderes Design drauf haben. Ich will das... Ja, ich guck mal, ob ich den so aufkriege. Ja, kriege ich. Okay, ich mache den jetzt mal vorsichtig. Ich will ja nur das Design... Ne, das ist das gleiche Design. Okay. Es ist halt hier einfach nur eine andere Farbe. Und dann wird das mit Vanilleduft auch ein bisschen sein, mit ein bisschen Vanillegeschmack. Aber das verpflegt halt super schnell, also von daher. Aber es pflegt wirklich gut. Also da muss ich ein positives Feedback zu abgeben, weil ich den ja auch schon in Verwendung habe, ne? Und der gefällt mir wohl. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo wir den mit drin hatten, aber wir hatten den schon mal. Wir vor allem, ne? Wir auf diesem Kanal. Als nächstes dekoratives Kosmetikprodukt haben wir etwas von Paes oder Paes, Paes Artist. Das ist Pure Pigments. Das ist ein Pigment. Das ist, hat was vom Monolidschatten. Galaxy ist die Farbe. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. So ein schönes Grau ist das. Ich mag nicht so gerne Monolidschatten oder Pigmente. Bin ich ehrlich mit euch, ne? Es ist schön, dass wir dekorative Kosmetik mit drin haben. Das ist wirklich toll. Und es wird wundervoll schimmern. Es wird
optimal passen für einen Smoky-Eye-Look, wenn man sich wirklich sehr, sehr dunkle Augen schminkt und dann hier in der Mitte einfach diesen Galaxy mit drauf gibt. Bestimmt astrein, aber es ist nichts für mich, weil ich halt, ne, das nicht wirklich verwende. Ich habe eine ordentliche Sammlung an Lidschattenpaletten, da kann ich gut drauf zugreifen. Ich mag nicht gerne Monos. Ich weiß nicht warum. Ich habe da einfach nicht so den Bezug zu. Ich bin damals mit Monos angefangen, als ich halt ganz normal als Teenager angefangen habe, mich zu schminken. Aber als es dann anfing, dass halt auch in die Drogerien Lidschattenpaletten kamen, hatten sie mich, ne? Da war ich dem Ganzen verfallen und Monos sind dann leider nicht meine Welt. Aber du, ne? Ich bin hier ehrlich, ne? Mir kann nicht alles gefallen. Also bislang, die Produkte, die wir hier hatten, haben mich wirklich nicht so unbedingt umgehauen. Passen die zu Boho Beauty bislang auch irgendwie nicht so ganz? Also dieser Lippenbalsam, ja. Dieser Keksteig, ja, schon diese Gemütlichkeit, ne? Der Lidschatten, schwierig. Vielleicht so für zwischendurch mal eben kurz ein bisschen drauf machen. Da kann ich mir das halt auch vorstellen. Was haben wir noch? Der Rasierer. Ja, nee. Also nicht zu der aktuellen Jahreszeit. Ja, und das Letzte, was wir drin haben, passt zum Thema. Boho. Da hat man ja auch diese fancy Hairstyles und so. Klar, noch ein Haarprodukt haben wir hier mit drin. Ich bin da aber gerade ein bisschen übersättigt von, weil ich ein paar Adventskalender aufgemacht habe. Und zwar sind das die Invisibobble Waver. Das sind diese hier, die sind in, also ich habe die hier in so einem dunklen Braun drin. Also passen dann auch super zu dunkelbraunen Haaren, kann ich mir sehr, sehr schön vorstellen. Und damit kannst du halt deine Haare schön zusammenstecken und so, ne? Bin ich nicht so der Fan von, ich bin halt wirklich überzeugter Bommelträger. Und ja, das reicht mir auch vollkommen, da muss ich nicht viel Klimbim machen. Ja, ich habe hier auch einen Invisibobble drin. Ich habe immer irgendwie in meinem Bommel einen Invisibobble oder auch ein Telefonkabel-Haargummi an sich drin. Aber ja, diese Waver, das ist nichts für mich. Wahrscheinlich wäre das ganz cool, wenn ich mir die hier hinten reinmachen würde. Da habe ich ja so eine Spange. Aber irgendwie, das ist so einfach. Das kenne ich halt, ne? Und das ist halt, glaube ich, ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass die komplizierter sind. Keine Ahnung. Aber das ist halt so meine persönliche Denke. Also, ja, das war jetzt die Pink Box. Ich weiß nicht, bei manchen sind halt vielleicht mal andere Produkte drin. Wo habe ich denn jetzt das Heftchen hingepackt? Es ist verloren. Nein, es ist, nein, doch, unter der Box. Es stehen die Alternativprodukte nicht immer mit im Heftchen drin. Das möchte ich dazu sagen. Genau, also bei dem Lidschatten, bei dem Pigment hätten wir andere Farben haben können. Auch bei dem Lippenbalsam, da hätten wir andere Farben haben können. Das sieht man hier. Und es kann durchaus sein, dass auch komplett andere Produkte drin sind. Also, dass manche Produkte halt komplett ersetzt werden. Also, wenn ihr eine Pinkbox im Abo habt und die schon da habt, dann schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr bei euch in der Box habt. Dann sehen die anderen halt auch, ne, was da gegebenenfalls immer gleich ist und was da ja, individuell gestaltet wird. Und das war jetzt mein Unboxing von der Pinkbox, die mir leider dieses Mal nicht so ultimativ gefallen hat. Aber das, ne, muss ja nicht jedes Mal meinen Geschmack treffen. Das ist halt die Sache bei den Abo-Boxen. Mal gewinnt man, mal verliert man. Meistens ist es so, dass so, ja, 4 oder 3 Produkte einem mega zusagen und 1, 2 Produkte so, ja, okay. Müsst ihr selber schauen, ne? Dennoch, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das wäre sehr cool. Und wenn dem so ist, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!